Moin, liebe Fotofreunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich mit euch unterwegs, wo ich schon einmal war. Und zwar geht es heute in den Lucky Schmidt Park. Und dort steht alles schön in Blüte. Beim letzten Mal war hier noch nichts mit Blühen. Ihr seht es hier schon im Eingangsbereich. Ist einiges an schönen Tulpen und sowas zu sehen. Darum soll es heute gehen. Einfach mal schauen, was hier so alles an Pflanzen blüht. Und was wir hier so einfangen können, wenn euch das interessiert, Wasser ist auch da drin. Also wir können auch Langzeitbelichtung machen, schön an Wasserflächen. Dort sollen auch schöne große Fische schwimmen. Ich glaube, das war auch schon in meinem ersten Video. Ich werde am Ende des Videos nochmal einen Link dazu reinpacken. Gut, wenn euch das alles interessiert, dann kommt mit und wir sehen uns gleich wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Von dem ersten Bereich hier der Pyramiden geht es jetzt hier rüber auf eine neue Fläche, hinten schön mit großer Parkanlage, weitläufig hier zwischen hinter dem strohgedeckten Haus, was ihr hier seht, diesen Durchgang, da sind die Teiche, die Seen. Ganz da hinten rauf geht es noch und da oben in den Bäumen drinne, in dem Waldstück, da ist dann auch noch so ein japanischer oder chinesischer Garten, ich glaube ein japanischer Garten heißt das. So, was wir jetzt hier sehen, sind versteinerte Baumstücke, Baumstümpfe, Millionen von Jahren alt. Einer liegt hier und der andere steht hier neben mir. Das sind Bäume, die vor Millionen von Jahren gewachsen sind und versteinert wurden. Wie auch immer das Ganze funktioniert, die hat man gefunden und hiermit ausgestellt. Eigentlich Wahnsinn, wenn man überlegt, wie alt das Ganze ist. Schade, dass man die Tafel, die hier vorne steht, die hier unten ist, die kann man leider nicht mehr entziffern. Die ganze Schrift ist da schon runter. Gut, ja. Bilder ist das jetzt nicht wert, aber ich wollte das hier einfach per Video mal einfangen. Ich finde das schon irre, vor so einer alten Sache zu stehen hier. Gut, bis zum nächsten Abschnitt.
jede Ecke gibt es hier schöne Motive. Hier haben wir eben ein paar Bilder gemacht. Das heißt, ich habe von Kerstin ein paar Bilder gemacht. Ich gehe mal weiter rein. Und zwar da hinten ist so eine schöne kleine Brücke. Da habe ich sie draufgestellt und da haben wir ein paar Bilder gemacht. Das sieht ganz cool aus. Ich werde die mal einblenden. Und ja, dann gehen wir mal weiter. Ich gehe nochmal zurück. So, hier haben wir einen schönen Bachlauf. Und dann geht das hier unten in den See hinein oder in den Teich oder was hier auch immer ist. Also es ist wunderschöne Natur hier. Einfach traumhaft und auch, man sieht es hier schon in dem Video, man kann hier wirklich schön Bilder machen. Ich werde hiervon jetzt auch gleich nochmal Bilder machen. Also, bis zum nächsten Abschnitt dann. So, liebe Fotofreunde, hier haben wir schon einiges einfangen können. Das ist hier eine traumhafte Landschaft, überall ist irgendwas. Ihr hört es auch schon hinter mir plätschern. Das ist jetzt mal ein neues Motiv. Und zwar geht es hier um diesen kleinen, Wasserfall. Ich habe den schon normal fotografiert und ich werde ihn jetzt mal mit einem ND-Filter fotografieren. Mal gucken, welchen ich hier brauche bei dem Licht, dass ich ein bisschen länger belichten kann. Schauen wir mal, vielleicht reicht auch schon der CPL, und also der Polfilter, weil so hell oder ist das da in der Ecke nicht. Gut, Stativ habe ich schon soweit hingestellt, jetzt baue ich noch die Kamera um und dann werde ich da gleich mal die Aufnahme machen mit dem Filter und dann schauen wir mal, wie das geworden ist, und ich würde sagen, ich blätter es dann auch hier nach gleich wieder ein. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Also es geht so weiter, liebe Fotofreunde. Also mit dem 09er ND habe ich 2 Sekunden gebraucht, um das zu fotografieren. Mit dem 1,8er ND habe ich 13 Sekunden gebraucht und jetzt habe ich den ND 3.0 drauf, also den tausendfachen. Und ich glaube, ich habe hier 1 Minute gemacht, das Bild war noch dunkel. Das heißt, ich werde jetzt 1 Minute und 30 mindestens die Belichtung laufen lassen und dann gucken wir uns das mal an, was das wird. Also ich werde, wie gesagt, die EXIF-Daten mit einblenden, damit ihr sehen könnt, wie unterschiedlich das mit den Belichtungen wird. Und ihr könnt euch dann natürlich
Das Wichtige ist natürlich, wenn man am Tag unterwegs ist mit einem D-Filter. Man sagt immer, man braucht immer nur den 1000er. Aber wenn ich jetzt überlege, um das jetzt hier zu fotografieren, um das weich zu zeichnen, das Wasser, müsste ich jetzt hier 2 Minuten fast belichten. Ich muss jetzt einmal gucken, 1,30 habe ich durch. Deshalb werde ich das mal schnell mal ausmachen. Also 1,30 habe ich jetzt durch. Und das geht gerade so. Also ich werde wahrscheinlich 2 Minuten brauchen mit dem Filter. Und deshalb sagt man immer, man sollte sich ruhig mal alle 3 Stufen anschaffen. Die gibt es meistens im Pack. Also 09, 18 und den 3.0. Und dann ist man bei jedem Wetter und bei jedem Licht gewappnet für die Belichtungszeiten. Denn man hat nicht mehr Zeit, hier 2 Minuten rumzustehen. Das schaffen auch die 2 Sekunden und das reicht dann völlig aus. Also die Bilder blende ich hier noch ein, könnt ihr euch dann gleich mal angucken. Und ich werde mir das jetzt hier, was ich eben gemacht habe, ich bin jetzt abgelenkt gewesen durch das Video, werde ich dann auch gleich mir nochmal angucken und mal gucken, ob ich nochmal eins mit dem anderen Filter mache. Und dann bin ich hier auch durch. Dann gehen wir noch ein Stück weiter. Hier gibt es noch ein bisschen was zu sehen. Schön, dass ihr immer noch dabei seid. Also genießt den 1. Mai, den haben wir heute. Wenn ihr das Video seht, natürlich nicht mehr, aber wir haben den 1. Mai und wir genießen das Wetter hier und machen schöne Aufnahmen. Also bis den nächsten Mal. Einmal, was ich eben gerade vergessen habe, und zwar... Wie ja so oft, wenn man auf dem Stativ arbeitet oder solche Langzeitgeschichten hat, die zeitverzögerte Auslösung wählen. Und dann gehen wir jetzt nochmal ran. So, das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt stellen wir den mal ein hier und schauen mal, was das wird. Fokus sitzt. 2 Sekunden. Gut, dann bin ich mal gespannt, was das für eine Aufnahme wird. Also... Das Wasser wird wahrscheinlich jetzt schon schön fließend sein. Also das ist jetzt eine Aufnahme mit dem kleinsten ND, den ich habe. Ich werde mal hier die ND-Filter, die ich jetzt verwende, ich werde sie mal staffeln. Erst mit dem kleinen, den ich jetzt hatte und dann immer dunkler werdend. Und dann wird auch die Belichtungszeit länger. Und dann schauen wir uns dazu mal die Bilder an. Ne? Also ich werde jetzt hier die wechseln und dann immer wieder ein Bild nach dem anderen machen und euch die alle nacheinander einblenden, damit ihr euch das dann mal genau angucken könnt. Also bis gleich. Ich werde dann hier das Video mal beenden. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausflug hier in den Loki-Schmidt-Park sehr gefallen. Es gibt hier überall Motive, immer noch Motive. Ich habe hier immer noch Wege entdeckt, die ich noch gar nicht kannte. Und also ich bin immer wieder neu überrascht, was hier alles los ist. Und ja,
Wir werden hier noch ein paar Sachen einfangen, weil wir müssen leider los. Der Hund ist zu Hause alleine. Hunde sind hier nämlich verboten. Es gibt hier auch keine Kinderspielplätze. Das ist hier nichts. Also hier ist nur was zum Lernen oder zum Erholen und einfach nur die Natur genießen. Gut, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir bitte ein Like nach oben da. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, denkt dran, da unten ist ein Button, den könnt ihr drücken. Wenn ihr die Glocke aktiviert, kriegt ihr immer wieder mit, wenn ich was Neues poste. Gut, ansonsten Bilder folgen noch hier nach. Ihr werdet noch was zu sehen bekommen, aber ich werde jetzt hier die Gunst der Stunde nutzen und einfach mal Tschüss sagen. Leute, die Corona-Regeln sind jetzt gelockert, die ganzen Masken sind jetzt weg. Entschuldigung, dass ich das jetzt nochmal sage, heute ist der 1. Mai für mein Video. Wenn ihr das seht, dann sind die mit Sicherheit schon gelockert und dann ist gar nichts mehr. Gut, also bleibt gesund, passt trotzdem auf euch auf und wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dahin, alles Gute, euer Kai. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.